Hi guys and welcome to a new video. My name is SJ Hart. Thank you for watching. So ihr Lieben, es ist der 21. Dezember und wir lesen unser Weihnachtskrimi weiter. Los geht's. Mein Plan ist echt nicht schlecht. Okay, es gibt noch ein paar Punkte, die nicht so ganz klar sind, aber ich glaube trotzdem, dass es funktionieren kann. Und nachdem ich Mia alles ganz genau erklärt habe, sagt sie, nicht schlecht, ich bin dabei. Es ist kurz vorm Abendessen. Andrea ist in der Küche. Oma Schröder deckt die Tische im Gastraum. Caruso liegt vor dem Weihnachtsbaum und pennt. Nur Onkel Toni ist nirgends zu sehen. Wir finden ihn schließlich im Keller, wo er mal wieder nach seinen Rucksäcken sucht. Wir helfen ihm ein bisschen, bevor wir ihn dann zufällig in ein kleines Fachgespräch über Sessellifte verwickeln. Ich sage, hör mal, Onkel Toni, du kennst dich doch bestimmt auch mit Sesselliften ganz gut aus, oder? Wir haben da nämlich mal eine Frage. Mia sagt, genau, Carlo hat behauptet, es würde einen Notknopf geben, mit dem man den Lift anhalten kann, wenn irgendwas ist. Stimmt das? Onkel Toni sagt, natürlich. Unten im Tal und oben auf dem Berg ist ein dicker roter Knopf, gleich neben den Häuschen, in denen die Liftleute sitzen. Wenn man den drückt, bleibt der Lift sofort stehen. Stimmt, so einen roten Knopf habe ich neulich gesehen, rufe ich, und tu so, als hätte ich wirklich null Ahnung von irgendwas. Und da kann jeder drauf drücken? Einfach so? Onkel Toni mustert mich argwöhnisch. Natürlich nur bei einem Notfall, erklärte, sonst bekommst du ganz schön Ärger. Ein Lift ist ja kein Spielzeug. Keine Panik, sagt Mia schnell. Wir machen das nicht. Wir wollen nur wissen, wie alles funktioniert, falls Maxine später in den Ferien mal im Lift arbeiten will oder so. Aber es scheint ja nicht so schwierig zu sein. Roter Knopf heißt anhalten, grüner Knopf heißt fahren. Ganz einfach. Ich sag's ja, Mia ist echt cool. Es gibt nämlich gar keinen grünen Knopf. Aber Onkel Toni geht mir voll auf den Leim. Wie kommst du denn darauf? Fragt er irritiert. Es gibt keinen grünen Knopf. Der Lift wird mit einem Hebel wieder in Bewegung gesetzt, den man umlegen muss. Aber das funktioniert nur, wenn der Lift vorher schon in Betrieb war. Morgens muss natürlich erstmal der Motor gestartet werden. Und dafür gibt es einen Starterknopf. Seid ihr jetzt zufrieden? Klar, sagt Mia und nickt. Klingt logisch. Aber eine Information fehlt uns noch. Deshalb frage ich, bist du dir auch ganz sicher? Den roten Knopf kenne ich, aber so einen Hebel habe ich noch nie gesehen. Der Hebel ist ja auch in einem Kasten an der Wand. Genau wie der Starterknopf, erwidert Onkel Toni jetzt deutlich genervt. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann müsst ihr die Liftleute fragen. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mich um meine Gäste kümmern. Onkel Toni dreht sich um und verschwindet im Gastraum. Mia und ich grinsen uns an. Ein Kasten an der Wand, sage ich, mit einem Starterknopf, um den Motor anzuwerfen und einen roten Notknopf, um im Licht während der Fahrt zu starten. Alles klar? Saubere Arbeit, Partner, sagt Mia. Gib mir 5. Alles klar? Vielleicht ahnt ihr ja inzwischen schon, was wir vorhaben. Dann wissen wir natürlich auch, dass wir nichts dem Zufall überlassen dürfen. Wir müssen jedenfalls alles genau auskundschaften. Und zwar vorher. Nicht, dass wir dann zum Beispiel erst noch lange nach dem Kasten suchen müssen, wenn es soweit ist. Oder noch schlimmer, dass wir den Kasten... Hier ist ein weiteres Bild. ...in der Dunkelheit gar nicht finden. Mit anderen Worten, wir müssen auf den Berg. Allerdings ist es dafür heute eindeutig zu spät. Der Lift fährt nämlich schon nicht mehr und zu Fuß würden wir mindestens 2 Stunden brauchen, wahrscheinlich sogar länger. Außerdem wäre es längst dunkel, bis wir oben sind. Mal ganz davon abgesehen, dass ich mir den Ärger gar nicht erst vorstellen möchte, den wir garantiert bekommen würden, wenn wir zum Abendessen nicht an dem Tisch sitzen. Wir warten bis morgen, sagt Mia. Dann nehmen wir den letzten Lift nach oben und chillen irgendwo, bis alles verschwunden ist und wir uns in Ruhe umgucken können. Und dann fahren wir ganz bequem auf der Piste wieder runter und sind sogar noch rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück. Das Problem ist nur, dass es so einfach nicht wird. Und bequem schon gar nicht. Aber das wissen wir natürlich noch nicht, als wir am nächsten Morgen aufwachen und uns Oma Schröder mit den Worten begrüßt. Kinder, bald ist Weihnachten. Freut ihr euch auch schon so wie ich? Mia und ich nicken, obwohl wir uns nicht wirklich freuen. Ich meine, wir haben schließlich ganz andere Sachen im Kopf. Und Weihnachten interessiert uns im Moment ungefähr so wenig wie die Frage, was wir mal machen, wenn wir alt sind. Aber Oma Schröder sieht das eindeutig anders. Sie schleppt uns gleich nach dem Frühstück wieder mit auf ihr Zimmer. Und dann müssen wir schwören, dass wir nichts davon weitersagen, was sie uns gleich erzählen wird. Deshalb werdet ihr sicher auch verstehen, dass ich euch jetzt unmöglich einweihen kann. Noch nicht. Nur so viel kann ich schon verraten. Es hat nichts mit unserem Fall zu tun, aber dafür mit Weihnachten und mit meinem Vater, mit dem Oma Schröder gestern spät abends noch telefoniert hat. Ups. Jetzt ist es mir aus Versehen doch rausgerutscht, aber mehr sage ich nicht. Und für euch wäre es auch besser, wenn ihr gleich wieder vergesst. Nicht, dass ihr noch völlig durcheinander kommt. Konzentriert euch lieber darauf, was ungefähr eine halbe Stunde später passiert. Mia und ich beobachten von Bekannt aus, wie Schulz und Schröder sich gerade wieder auf der Wiese hinterm Haus mit ihren Schieren abmühen. Wobei sie jetzt immerhin schon schaffen, ohne zu stürzen, bis es vor den Skikeller zu rutschen. Das heißt, Schröder schafft es, Schulze krachten im letzten Moment doch noch in den Gartenzaun. Und genau da zieht Schröder genervt sein Handy aus der Tasche und ruft irgendeine Nummer auf. Wir können ganz deutlich hören, wie er gleich darauf sagt, das klappt nicht, das schaffen wir nie. Können wir nicht einfach mit dem Schneescooter... Okay, kapiert. Können wir nicht. Zu gefährlich. Wir dürfen keine Spuren hinterlassen. Alles klar. War ja auch nur so eine Idee. Er schiebt das Handy wieder in seine Tasche. Keine Chance, sagte er. Wir sollen keine Ideen haben, sondern endlich Skilaufen lernen.
Und wenn wir das Mädchen nochmal bitten, fragt Schulze, ich finde, so schlecht hat sie ihren Job als Skilehrerin gar nicht gemacht. Wir könnten sie doch fragen. Nein, sagt Schröder. Und du weißt auch genau warum. Ich habe es dir schon ein paar Mal erklärt. Die beiden Kurzlöffel spielen Sherlock Holmes und haben irgendeinen Verdacht, sonst würden sie nicht ständig um uns herumschleifen. Und genau deshalb werden wir die Göre nicht fragen, ob sie uns nochmal hilft. Ist das klar? Was machen Max und Nea jetzt? Lies morgen weiter. Na, es wäre mir toll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis morgen dann. Ciao.